Hallo meine Lieben, wie ihr seht, bin ich wieder aus Australien zurück und werde hier von zwei fetten Scheinwerfern angeleuchtet. Ich hoffe, ihr seht meine Pickel nicht. Ja, mir ist es gut ergangen in Australien. Ich bin braun geworden. Ich sehe noch blendender aus, als ich so schon aussehe. Und habe auch einigermaßen gut gespielt. Ich hätte gerne das Serena-Match mitgenommen auf dem Center Court, dritte Runde. Hab natürlich vorher gnadenlos versagt. Allerdings muss ich sagen, dass die Carla Suarez Navarro sehr, sehr gut gespielt hat an dem Tag. Und ich hatte kaum Chancen. Und die Chancen, die ich hatte, habe ich natürlich nicht genutzt. Es war trotzdem hammerhart. Und ja, jetzt habe ich mich schon eine Woche wieder vorbereitet, und zwar auf den Fed Cup. Morgen fahre ich mit meinen Mädels in die Tschechei, beziehungsweise wir fliegen dahin und machen da erstmal die Tschechen kalt. Alle Leute, die kommen wollen, 6. 7. Januar in Brünn, ihr seid herzlich eingeladen. Ich werde für euch alle Karten organisieren, und wenn ich sie selbst bezahle, weil wir werden, tippe ich mal, gnadenlos ausgebuht werden dort. Ansonsten gibt es noch das Gewinnspiel, denkt dran, postet fleißig Gedichte, Reime und so weiter auf meiner Facebook-Seite www.facebook.com/Petkovic Andrea, und es gibt einen, der führt, und er weiß wahrscheinlich, wer er ist. Das Gedicht ist schwere Kost, aber es gefällt mir bis jetzt am besten. Aber wie gesagt, ich bin offen für alles und hoffe, dass ihr noch viel mehr posten werdet. Es gibt immer noch den Schläger zu gewinnen und es gibt immer noch Schnürsenkel zu gewinnen. Und wer errät, wo ich mich gerade befinde hier, der kriegt noch was Besonderes dazu. Darf sich aussuchen, was. Was gibt's noch Neues? Ich war gestern im Studio und habe ein neues Lied. Es wird bald auf den Markt geworfen. Ihr müsst es alle fleißig kaufen. Naja, so weit bin ich noch nicht, aber ihr könnt es euch vielleicht bald auf meiner Homepage angucken und anhören vor allem. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich kann schon mal einen Tipp geben, es wird in die Balkanrichtung gehen und es wird natürlich hammerhart. Ja, ansonsten wünsche ich euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, wie immer. Und wir sehen uns im nächsten Vlog mit Petco Razzi. Ciao!